Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Und wir wollen heute mal die Pforte des Zorns zu Ende führen. Unsere neuere Aufgabe ist ja, wir sollen ja zu Alexstrasza im Würmbruttempel. Das machen wir jetzt mal gleich. Folgendes, heute werde ich mal kein neues Addon mit einbeziehen. Hat den Hintergrund, weil die ganzen Addons, die ich jetzt noch vorbereitet habe und testen möchte, die sind eigentlich eher alle für Instanzen und würden jetzt nicht viel Sinn machen. Also erst wieder mit Instanzen werde ich das nächste Addon zeigen. Der Plan ist folgendermaßen, wir werden heute ein bisschen, wie gesagt, die Pforte des Zorns beenden und dann weiter Richtung Grizzly-Hügel uns arbeiten. Dann werde ich noch für die Jäger zeigen, wo ihr eine Geistbestie in den Grizzly-Hügeln finden könnt. Falls das nicht schon jeder weiß, aber jetzt ist gerade sowieso die perfekte Zeit, hier Nordanti-Geistbestien zu farmen, weil es ist nicht viel los bei WoW. Also nicht so viel los, wie es normalerweise ist. Und das sollte man vielleicht mal ausnutzen. Als allererstes sehe ich, ich muss mich direkt reparieren. Was wir natürlich auch machen werden. Und wie voll sind meine Ja, ist ein bisschen, hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Aber ist nicht schlimm. Nein. Nein. Wo war er denn? Hier war doch einer, der repariert konnte. Das Blöde. Hey, wo ist der hin? Wo ist mein Repariermensch? Sag mal, stehst du da in den Gnom? Ich brauche einen, der mich reparieren kann. Steht hier auch einer drin? Oh Gott. Ja, irgendwie ist das ein bisschen buggy, würde ich sagen. So, ich verkaufe jetzt erstmal alles an Schmiss, den wir hier definitiv nicht mehr brauchen werden. Platte, Platte, Kette. Kette. Oder wollte ich die nicht haben? Ah ne, war Kette. Oh Mann. Verwirrt. Ja, heute bin ich definitiv ein bisschen besser drauf. Was? Rundliches Relikt. Ach, kann man rumschmeißen, die weiß ich nicht was. Okay. Es gibt auch Sachen, die ich noch nicht kenne. Das gehört dazu. Eine Axt. Brauchen wir nicht. 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 Die wollen wir behalten. Genau. Reparieren. Definitiv reparieren. So, wir sind heute mal nicht faul. Wir werden mal selber da schnell hochfliegen. Oh. Bloß nicht in irgendeinen Drachen rein. Könnte böse enden. Ja, hier kann man sich übrigens... Achso, das mit der Daily habe ich bestimmt schon erklärt gehabt. Dass die Daily, wenn man das in einer bestimmten Zeit schafft, auch einen Erfolg bringt. So, Alexstrasza, Audienz bei der Drachenkönigin. Frostvollem Sterblicher sollten eure geringste Sorge sein. Genau. Sprecht mit Thorastras im Würmruh-Tempel in der Drachenöde. Hey. Das ist dieser große Herr hier, sag ich mal. Genau, wir dürfen jetzt, zerstört 30 Ödnisplünderer und beschafft euch Atriox Sense. Ja, eigentlich eine ziemlich coole Quest. Dafür haben wir jetzt wieder was im Inventar, diese nette Perle hier. Lass mal absteigen, zack. Weil wir können jetzt einen Drachen herbeirufen, auf den wir Platz nehmen können. Das liebe ich an dieser Questreihe einfach, dass man hier so verschiedene Fahrzeugsachen benutzen kann. Oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal wieder klarkommen. Ja, und auch auf Drachen fliegen und sowas. Es hat was, also es ist nicht so langweilig. Ja, der Drache hat drei Fähigkeiten. Einmal den Flammenfurore, dann einmal den verschlingenden Feuerball und den Ghoul verschlingen. Ghoul verschlingen ist dafür da, also mit dieser Flamme sprüht er quasi wie so ein Flammenwerfer das Feuer. Hier macht er einfach nur einen Feuerball. Und das Ghoul verschlingen, das lädt uns wieder auf, falls wir wieder Energie brauchen, weil die hauen zurück alle. Die mögen uns irgendwie nicht. Und bang! Voll verfehlt. Ja,
Auch das kommt vor. Banks. Die halten ein bisschen was aus, also. Boah, meine Steuerung, ey. Fragt mich nicht. Ja, ihr seht, die hauen auch gut rein, wenn sie möchten. Wenn wir uns mal so ein Ghoul schnappen. Man hat übrigens auch quasi sowas wie eine Mana-Leiste, die kontinuierlich bei Benutzung immer runter geht. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich so Ghoul Maul und Flams wieder voll aufgeladen und die Mana ist zurück. Also ihr kommt nicht drum herum, irgendwann das auch mal einsetzen zu müssen, weil Mana ist auch so eine Sache. Gut. Am besten immer ein Stück höher fliegen, wenn ihr weggeht, damit ihr den Kampf verlasst. Und ich werde hier abgeknallt, das gibt's ja gar nicht. So, ich werde erstmal wieder nochmal was fritzen. Komm her hier. Kommst du jetzt her hier? Hallo. Friss den doch jetzt mal. Hat er den? Scheinbar nicht. Schön. Okay, dann nochmal. Dann. Friss das jetzt. Geht doch. Ja. Falls dieser Drache stirbt, ist auch kein Thema. Ihr könnt jederzeit euch quasi einen neuen wieder zu Hilfe rufen. Bang. Als allererstes, wie gesagt, diese Ödnisplünderer killen. Und wer noch nicht schnelles Fliegen hat, sollte dann auch, wenn er die Quest erledigt hat, ruhig mit den Drachen wieder zurück zum Würmru-Tempel fliegen. Das spart Zeit. Ballert mich doch nicht alle ab hier. Ödnisplünderer. Brutzeln. Ja, jetzt habe ich mich bewegt. Yeah, Wolzka. So, dann schnappen wir uns mal noch ein. Wo ist er denn da? Komm mal her, Kleiner. Jam, 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 jam. So, und bang. Ja, quasi, der geschichtliche Hintergrund ist, dass die Pforte des Zorns, die wir jetzt, also, wir wollen einen Schlag gegen den Mischkönig verrichten, nachdem wir diesen Teller Masan blablabla Fuzzi umgekloppt haben, diesen Lisch. Und wir brauchen die Unterstützung der Drachen. Und das ist jetzt quasi, wir müssen uns natürlich beweisen, spezielle Sachen erledigen, damit die Drachen eben uns helfen können, beziehungsweise helfen. Außer Reichweite gibt's doch nicht. Friss den jetzt. Und deshalb machen wir das alles hier. Deshalb, also damit sind halt die Drachen dann hinterher unterstützen in unseren Vorhaben, den Mischkönig zu bezwingen. Na komm, stirb jetzt. Bitte. So, und der nächste, der letzte. Danach werde ich mich nochmal aufladen, weil dann müssen wir oben diesen Hörni bezwingen und der ist, hat auch ein bisschen was drauf. Mann, was ist denn hier? Friss den jetzt. Hasten. Danke. So. Hochfliegen. Ja, wer in Kataklysmen schon unterwegs war, wird diesen Bereich hier auch kennen. Das ist nämlich in der Instanz die Endzeit. Endzeit? Ja, ich glaube Endzeit. Oder Stunde des Zwielichts. Nee. Ach, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Ich glaube, die Endzeit war es. Nee, nicht die Endzeit. Mir fällt es nicht mehr ein. Okay. Egal. Machen wir weiter. Wir müssen jetzt diesen Fetten hier umnieten. Ist eigentlich ganz easy. Einfach. Angreifen. Vielleicht mal ein bisschen höher fliegen. Immer raufbolzen, bis er umkippt. So. Jetzt müssen wir landen. Und müssen den Typen hier besiegen, den Großknecht, der jetzt auf den Rücken von diesen Fetten saß und der hat halt diese Sense und ihr seht, der fiert gerne,
die blöde Drecksau. Hallo, wie lange dauert der vier? Eglinas. An sich hat er nichts drauf. Das könnte nur ein bisschen beschissen sein. Okay, die Sensor haben wir eingesammelt. Bin der respawned. Fix. Genau. Wir haben ja in der Tasche immer noch diese Perle hier. Holen wir uns gleich wieder einen Drachen. Also wie gesagt, für Leute, die noch nicht das schnelle Fliegen haben, holt euch euren Drachen wieder. Aufspringen. So zum Wurmrot-Tempel zurückfliegen. Geht schneller. Gut. Dann haben wir diesen Part auch erledigt. Sehr schön. Jetzt ist es auch nicht mehr weit bis zum Ende dieser Quest-Reihe. Wie gesagt, ich finde es nur schade, dass sie eins rausgepatcht haben. Das war dann noch, also nach dem Video hätte man dann noch Unterstadt raiden können, zusammen mit dem König von Stormwind, also auf Allianz-Seite. Finde ich echt schade, dass sie das rausgenommen haben, weil das war eigentlich ziemlich cool gemacht. So, landen, absetzen, fertig. Alles Treasure. Ich hab hier eine Sense für dich. Nimm das. So, wir kriegen natürlich was, was uns nichts bringt. Nein, gar nichts. Wir nehmen natürlich das, was am meisten Knete bringt. Flupp. So, dann hat sie natürlich auch eine neue Quest für uns. Die Rückkehr nach Angarta. Sprecht